Herzlich willkommen zu einem Rennen von mir auf Marsch. Wir machen heute mit Mais. Der Mais geht an, leider ist nicht viel. Wir werden ja sehen, ob wir da, naja, heute schon nicht, aber irgendwann nicht vielleicht noch einen weiteren Abfahrer zunehmen, damit wir zumindest Hilfe kriegen. Ansonsten die ersten zwei Runden werde ich allein fahren müssen, leider. Ich hoffe, dass jetzt der Ton passt. Leider ist das Original, da passt jetzt alles, aber wenn ich jetzt überarbeitet habe, ist halt die Geräte etwas leise. Also Geräte und Hintergrundmusik, das passt gar nicht. Und ich weiß nicht genau, wo noch liegt, ich weiß auch nicht genau, was ich machen soll. Wenn jemand Ratschläge hat oder Tipps oder wer es weiß, bin gerne bereit, es anzunehmen. Ja, ansonsten geht es weiter hier mit Mais, wie gesagt. Und ich probiere heute noch ein bisschen anders aus. Ob es hilft, das weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen lauter gestellt jetzt. Also ich persönlich höre die Traktoren ganz gut. Und schauen wir mal, ne? Ich weiß nicht, warum ich so einen tiefen Preis habe für die DGH. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich, naja, Rätsel nicht, aber ich denke mal, es hängt mit Zwiesen zusammen. Denke ich, weiß es nicht. Ja, aber gut. Ist halt so, ne? Mal sich den anpassen. So, da sind wir. Ja, unser Abfahrer nicht da, ne? Urlaub oder so, ne? Auch nicht lange. Hab ich nicht gespeichert. Okay, machen wir mal neu. Kursgenerierung. Anfang. Startposition. Wäre Südwest. Klar, Süden, Westen, Südwest. 3 Meter, Fahrgewende 1, haben wir 3. 2 wie letztes Mal. Und wir werden jetzt mal gleich generieren. Müsste normalerweise jetzt genau nachdem. Startpunkt, und dann hier weitergehen. Kurz prüfen. Ja. Das war ein Speicher. Und zwar unter. Hier ist genau. Ja. Ernte. 19. Mais. Größe und Arbeitsgehalt. Mal kurz schauen, ob wir in Zukunft nicht einen anderen nehmen. Na, hier brauchen wir nicht gucken. Krone ist klar oder Glas. Mal gucken. Bei Geräte, Schneidwerke, ob wir da nicht ein weiteres haben. Krone Mod. 9 Meter. Glas, 9 Meter. Krone, 9 Meter. Glas, 57. Gut, da gibt es keinen weiteren, ne? Kämpfer, 9 Meter, 6 Meter. Der, auch 6 Meter. Okay. Brauchen wir deswegen also nicht anfangen, was zu machen. Zurück. So, fahr mal neben. Dauert ein bisschen was, ne?
Arm einschalten und los geht's. Ja, eine Folge muss ich heute noch machen, damit ich das vollzählig habe, bevor ich morgen die Kinokarte beginne. Und dann werde ich auch morgen sehen, was ihr. Ja, gut, dann schon Geschichte, glaube ich dann. Ne? Wie gesagt, dann sehe ich morgen, was die Gülle so eingeht. Hier ist die Gülle wieder ein bisschen billig. Was ich nicht verstehe, mal so, komisch, aber ich hoffe. Es gibt ja verschiedene Karten, die man entsprechend einstellen. Niemand hat mehr auf Position gehen, wenn man kämpfen kann. Das heißt, mit Dünger fangen wir an. Da werde ich nächste Woche, wenn wir jetzt zurück die Tiere machen, werden wir auch unsere Mist und Hinz ausfüllen. Ne? Spätestens dann, wenn wir jetzt selber Dünger brauchen würden, nicht mehr kaufen müssen. Und Überschuss verkaufen. Der Schwenker ist hier vom Feld. Ne? Müsste immer im Flug manuell diesen Degradi in Anführungszeichen. Schön, schön. Schön rein, ne? Ja, hier ist auch entsprechend, na gut, das aber das hier mal ist ja extra. Gut, die Umstellung ist ein bisschen blöd, dass die Qualität mit Ton nicht stimmt, aber das ist, letztendlich ist es für Spiel an sich besser, weil es an sich flüssiger läuft. Ne? Also, die Anforderungen wären ja nicht weniger, ne? Und, deswegen. Ich reize das System ganz gerne aus, wenn man sagen kann, okay, wir können das nehmen, was da ist an Leistung. Das heißt, wir haben im Prinzip hier, können das nehmen, was entsprechend schön ist und nicht auf einige Sachen verzichten. Ne? Also hier aufs Gras ist oder Bäume oder ja, die Landschaft oder die Sichtweite, so kann man das halt maximal aushalten. Heute werde ich noch 7DD2D spielen. Das heißt, heute oder gestern kam ein Update von diesem Spiel. Das heißt, es ist ab sofort komplett mit deutschen Texten versehen. Also auch was vorher nur Englisch gab, womit ich ja überhaupt nicht klarkommen oder nicht kann. Also jetzt ist es für mich besonders leicht, das ein bisschen zurechtzukommen und das entsprechend was lernen kann, weil man dann auch genau das lernen kann, was man dann braucht. Ne? Also von ganzen Wissen bis hin zum Munitionsbau. Das ist jetzt theoretisch machbar. Ich habe mir zwar teilweise beholfen mit mit meinem System, sag ich mal so, dass ich entsprechend was ich machen wollte, vorangekippt habe. Ja, keine I ist richtig. Aber so, mal langsam vorfahren. Mal sehen, ob das die Wand auch dicht ist. Werde ich mal auch mal voll machen, denke. Aber so viel sind, naja gut, guck mal zusammen. Sind ja zwei. Gut, die sind ganz voll, da ist nicht ganz perfekt. Naja gut, was soll's. Muss man halt wissen, dass man das nicht voll machen darf. Beim nächsten Mal werde ich halt, wenn das funktioniert, dass nur einer voll geht, dann muss man nur einen voll machen. Und der rechte ist noch ein bisschen besser, da ist kein Deko, ne? Also kann man mit dem Kehrer ran. Ne? Wo ich da auch versuchen werde, das wegzukehren und da entsprechend das Silat nutzen zu können. Zum Glück habe ich das bemerkt und entsprechend dann ein bisschen ja, in die Mitte verteilt, sagen wir so.
So, und ja, so geht das, ne? Ah, ich habe gestern nochmal gezählt und dann habe ich heute festgestellt, heute im Prinzip genau nach der Bearbeitung, das Prinzip noch eine Folge fehlt. Und ich möchte das gerne fertig haben, dass ich morgen komplett hochladen kann. Morgen Vormittag. Das dauert so eine Zeit. Um die 2 bis 3 Stunden. Dass ich dann voll mit Projekt Thüringen anfangen kann. Was ich dann in der Woche in aller Ruhe dann bearbeiten kann und hochladen kann. So schön nach Feierabend, so 1-2 Stunden. Ne, vom Schlafen gehen so ungefähr. Andere schauen Fernsehen, ich mache lieber das. Weil im Fernsehen ist es echt so langweilig. Und so kann ich jeden im Prinzip mein Spiel auch zeigen, was ich mache. Ja. In einem oder anderen gefällt es. Ich schaue ja auch bei einigen zu. Also hin und wieder mal, wenn es Zeit zulässt. Ja, mache ich halt. Habt ihr Wünsche, habt ihr Anregungen, immer rein damit in den Kommentaren. Jemand schreibt hier immer Kommentar auf Englisch. Vorweg, ich kann kein Englisch. Muss man auch das Programm verlassen. Ich weiß jetzt nicht, was er meint mit YouTube-Freunde. Muss er mir dann erklären. Wenn er Deutsch verstehen kann, kleine Anfrage über was er damit meint. Sollte er sich dann ein bisschen bei Schreiben direkt, ne? Also ich kann mir gemeinsame Projekte nicht vorstellen, wenn wir uns nicht verständigen können. Ne? Das wollte man sagen. Also das ist ungünstig, ne? Also dass man auch jeder Zeit haben muss, kommt noch hinzu, ne? Zur richtigen Zeit vor allen Dingen. Also ich arbeite in Schicht und da ist es meistens schwierig zu sagen, ich kann jetzt nicht sofort. Also Freitag nach der Spätschicht, ja, aber wie gesagt, wenn es nicht sein muss. Wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett, ne? Wenn es 3 Folgen ist, ist es auch so, ne? Ja, früher willst du so ein bisschen anders, denke ich mal, dass wir ein bisschen weniger machen, aber mal sehen, wie das aber auch läuft. Jetzt will er wohl die andere Richtung. Ne? Hat er sich eingehängt, der Bursche? Na, dann fahren wir raus. Ich also befreien kann. Oh. Ja, das sind rund. Ja, ein bisschen haben wir noch. Das lohnt sich im Grunde nicht zu starten, aber meistens ja da was anfällt. Ne? Hier muss man ein bisschen noch fahren lassen, damit ich vorbeikomme. Ne? Die Reichweite ist so kurz. Bitte schon. Oh, voll machen bitte. Bitte voll. Ja, jetzt ein bisschen leichter, weil ich jetzt hoch runter fährt und das bekommt Kursplay nicht richtig hin. Besonders an der Stelle zum Wenden, da ist ein Graben und das wird technisch schwierig. Ne? Was ich machen könnte, ich könnte mir so eine Produktion kaufen und dann direkt da reinfahren und das könnte man, über Ladewagen geht ja auch nicht. Darum ist da ein bisschen besser, man hat mit Gras, da hat man die Ballen, ne? Das hat man nicht so kompliziert. Man hat weniger Arbeit, man kann sich alles mit Kursplay machen, ne? Ballen, pressen, mähen, alles Kursplay. Wegfahren, na gut, dann machst du einen Ball am Ende, ne? So, voll. Ist ja wirklich kurz, dass ich mir gleich klarkommen, weil ich so viel zu eigentlich.
Ja, das macht es ein bisschen schwieriger, ne? Normaler Helfer, aber du musst auch abfahren, ne? Hier ein bisschen weit weg von der Materie. Und jetzt geht es weiter, ne? So, das heißt, ich möchte ein Video anhören, Probe. Und dann Probe bearbeiten und dann nochmal anhören. Also das ist der entscheidende Punkt. Aber vorher das Video im Prinzip, wenn es original aufgenommen ist, vom Ton her eigentlich perfekt. Ob jetzt auch perfekt ist, weiß ich nicht genau. Aber die Anzeigen, die sagen ja auch, dass die Musik läuft, dass der Ton vom LKW läuft, und zwar Richtung LKW-Traktor, Richtung Gelb. Also nur ich bin den Lauber. Ne? Kann man jetzt hier ein bisschen Höhe drehen. Und zwar auf Maximum. Ja, jetzt ist auch im gelben Bereich. Also müssen wir schauen, letzte Ende, ob das passt. Ne? Ja, und die Musik, die wollte ich eigentlich nicht so laut machen. Das ist im Prinzip nur ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Leichtes. Ich habe ganz am Anfang auch ohne Musik gespielt. Also gespielt. Das geht auch. Aber mir persönlich gefällt es ganz gut. Ein bisschen was dudelt, kann man sagen. Ne? Ich meine, es wird ja auch kompliziert, was die Rechte angeht. Da muss man auch noch bedenken dabei, ne? Das ist bei YouTube oder allgemein, dass da Rechte zu beachten sind, dass man da nicht jede Musik nehmen darf. Ne? Das ist ja leider so. So, leer. Ich finde die Innenansicht top. Nur leider ist es so, dass man das nicht so aussehen kann, wie es reell ist. Ne? Also wenn ich im Auto sitze, dann sehe ich ja auch, naja, rückwärts fahren ist dann blöd. Ne? Ich kann jetzt aber eine Maus und rechts machen. Mein Tracking habe ich aktuell nicht aktiviert. Teile installieren. Also, ich denke mal, muss ich mal sehen, dass wir Ton kriegen hier. Dass es hier entsprechend richtig klappt. Weil Ton ist ja da. Nur schlecht zu hören bei der Aufnahme nachher später. In der Bearbeitung fast. Ne? Also, weiß nicht, wo genau das alles hinpackt. Diese Tonspur ist auch nicht so. Ja. Weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Kann ja sein, dass sie nur das hört, was ich jetzt in meinem Mikrofon gehört habe. Ups. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Und seid mal Tschüss im TV. Ja, morgen geht's weiter. Tschüss.